Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von den Zietjes bzw. den Jutens hier in unserer wunderbaren Nachbarschaft. Ja, unser Job ist hier so gut wie erledigt. Es fängt an zu regnen, zu gewittern und alle, verschwinden jetzt, glaube ich. Würde ich mal vermuten. Isla Paradiso einfach leer gefegt. ich hatte in den Kommentaren den wunderbaren Hinweis, vielleicht ein paar Hausboote aus der Nachbarschaft zu löschen. Damit die Performance hier in der Nachbarschaft besser wird, können wir demnächst mal tun. Jetzt gerade vielleicht nicht, damit wir endlich mal was spielen. Aber sonst müssen wir da einfach mal gucken, ob uns das was bringt. Das wäre ja wirklich, wirklich cool, wenn das funktioniert. Generell habe ich momentan so ein bisschen Probleme mit dem Rechner, dass der funktioniert. Wer mir auf Instagram folgt, Link ganz unten in der Beschreibung, der hat vielleicht schon mitgekriegt, dass mein PC momentan die ganze Zeit nur rumspackt. Ne? Ich habe einen Bluescreen nach dem anderen. Es ist hier reine Glückssache, ob er funktioniert, wenn ich ihn hochfahre oder nicht und wie lange, wenn überhaupt. Ich konnte vorhin nicht mal mein Video gucken, da ist er schon abgestürzt und ja. Das Problem ist auch, es ist ein Fehlercode, der einfach gefühlt alles sein kann. Das heißt, ich müsste den PC eigentlich vom Prinzip komplett neu aufsetzen. Und darauf habe ich momentan keine Lust und noch so wirklich nicht richtig Zeit, weil das will ich eigentlich machen, wenn ich ein bisschen was vorproduziert habe und dann auch Zeit habe, da mal 2-3 Tage das Ding auseinanderzuschrauben und neu zu machen und ne, so vom Prinzip her, weil ich will, wenn dann auch gleich meine Festplatte wechseln, wo momentan das Betriebssystem drauf ist, was ich auch gerne wechseln würde und ja, das sind halt so Sachen, die dann gefühlt 3 Jahre dauern. Sag mal, wir sind doch schon längst im Feierabend, warum sitzt du denn da immer noch, Preston? Das verstehe ich schon wieder nicht. Geh mal nach Hause, mein Freund. Helen guckt immer noch, dass sie da die Kritik schreiben kann. Dann schauen wir einfach mal in der Zwischenzeit zu den Hunden. Ja, das ist jedenfalls der Grund, warum momentan alles so mehr oder weniger regelmäßig kommt oder auch unregelmäßig und ja, nicht alles kommt, was kommen sollte. Sowas wie Star Stable schaffe ich überhaupt gar nicht nebenbei aufzunehmen. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt mal in den nächsten 1-2 Wochen. Ha, das sind so Sachen, die mich ärgern und ja, jedes Mal dasselbe. Ich mache morgens den PC an und lade irgendwas hoch und ich komme 10 Minuten später wieder, da ist der PC aus, so. Und nichts ist hochgeladen oder gerendert. Ich konnte DVD letztens nicht schneiden, es war einfach nur eine Katastrophe. Und ja, ich hoffe, dass wir das bald mal in den Griff kriegen, denn dann wird hoffentlich wieder alles gut und ich kann hier mal richtig arbeiten. Das wäre doch mal was, oder? Ich würde das begrüßen. Aber wie gesagt, folgt mir, was das angeht, gerne auf Insta. Da poste ich eigentlich immer alles zuerst und dann wisst ihr da Bescheid. So, wir essen einfach mal eine Runde Fish and Chips und warten, dass Helen nach Hause kommt. Ich überlege gerade, ob sie automatisch nach Hause kommt. Nein, kommt sie nicht, aber kann sie jetzt tun. Und wir haben eine Erinnerung erhalten. Habe ich das nicht deaktiviert? Ich habe einen Grafikkartentreiber runtergeladen. Und ja, da muss ich immer alle Einstellungen hier in die Sims neu treffen. Deswegen hat uns das da gerade angelächelt. So, ich muss auch mal wieder hier dringend die Stereoanlage leiser machen. So, ne, wir hören zwar gerne Musik, aber ihr kennt das Sims 3-Problem. Ne, momentan, egal wo ich hier so hingucke, ich habe immer nur irgendwas zu beachten. Das nervt mich. Ich will einfach mal nur den PC anmachen und spielen. Es ist so traurig. Vor allen Dingen, weißt du, immerhin habe ich jetzt Semesterferien. Einerseits ist das blöd, weil ich mir denke, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet und jetzt läuft wieder alles schief. Aber andererseits habe ich wenigstens die Nerven, damit es okay ist. So, wenn ich jetzt nebenbei noch, weiß ich nicht, jeden Tag zur Uni müsste, würde ich sagen, oh, ciao. Das würde mich ja richtig abnerven. Aber so weit, so gut. So, ihr 2 tote Tauben. Da könnt ihr eigentlich auch schon wieder schlafen gehen, ne? Obwohl, Helen könnte noch versuchen, ihre Kritik fertig zu schreiben. Das könnten wir rein theoretisch mal tun. Das Blöde ist ja halt auch immer, gefühlt kommt eine negative Kritik beim Boss besser an als eine positive. Aber der Film war ja gut, ne? Also schreiben wir jetzt eine gute Kritik über den Film fertig. So, lassen wir uns nicht nehmen. So, wir wollen gerne Irina streicheln, wir wollen ein Buch schreiben, aber gefühlt schaffen wir halt nicht. So, Preston ist schon im Land der Träume, sehr gut. Dann hoffe ich mal, dass das so bleibt und er fröhlich und entspannt schläft. Das wäre doch mal was, oder? So, liebe Helen, dann hau da mal in die Tasten. Und wir schauen dann mal, dass du auch gleich ins Bett kommst. Ach ja, sehr gut. So, ich bin mir ja immer unsicher, ob mir hier so ein Wunsch erfüllt wird, wenn ich den noch nicht festgemacht habe. Nee, nicht Zuneigung. Noch eigentlich doch Zuneigung, aber warum geht das nicht? Steht einfach mal auf, vielleicht weil Irina gerade hier reingeht?
Aber selbst dann müsste das ja funktionieren. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt... Ich behalte jetzt diese Anzeige im Auge. So, Zuneigung. Hier streicheln. So. Das behalten wir jetzt im Blick. Wir sind gerade sehr positiv drauf, deswegen geht das hier von alleine weiter. So, ne, es löscht sich einfach nur. Es ist, wenn wir das nicht festmachen, passiert da gar nichts. Aber das haben wir ja eigentlich schon gewusst und befürchtet. Aber ich war mir jetzt bei so vielen Sims-Teilen nicht mehr sicher, ob das so funktioniert oder nicht. Ich glaube, bei Sims 2 funktioniert das. Aber gut, dass wir das mal getestet haben. Da sind wir wieder up to date. Wie geht's Irina generell? Ein bisschen Zerstörung? Ja, tatsächlich. Dann lassen wir sie da mal drauf los und Helen kann eine Runde schlafen gehen. Ach ja. So, wir haben jetzt ein paar Simoleons zusammengespart, aber ich will sie irgendwie noch nicht gleich ausgeben. Mir graut es davor, sie gleich auszugeben, weil dann ist wieder alles weg und dann haben wir kein Erspartes und vielleicht warten wir noch mal ein bisschen, oder? Weil 2000 sind am Ende dann doch nicht so viel. Also da könnten wir jetzt hier irgendwie das Schlafzimmer dekorieren und einen Kleiderschrank hinstellen und dann wäre es das, glaube ich, auch schon wieder gewesen. Und das ist ja an sich irgendwie traurig, oder? So, 75 Fahrzeuge wurden gelöscht. Ich bin stolz. Wir haben 3 Uhr einfach so überstanden. Das ist doch mal mega. So, unser Essen hält auch nicht länger an. Das heißt, wir könnten rein theoretisch mal ein Frühstück servieren. So, aber zuerst mal das Bett machen. Ah, und wir wollen Irina Rollen beibringen. Und wer hat hier eigentlich schon wieder auf dem Boden gepipiet? Das ist nicht so schön. Räumen wir hier einfach mal ein bisschen auf. Alles liegt hier irgendwie kreuz und quer. Und dann können wir uns hier auch mal frisch machen. So, das läuft alles ganz gut. Wir haben keine Lampe in dem Raum. Im Dunkeln duschen ist natürlich auch eine Option. Oh, es wird gerade hell. Sehr gut. Aber gut, dass wir im Dunkeln sauber gemacht haben. Wir haben bestimmt alles gesehen. So, das war Helens Bild. Und wir servieren jetzt hier einfach mal ein leckeres Frühstück, hoffe ich doch. Dass das hier nicht schief geht. Seht ihr, haben wir eine Alarmanlage hier drin? Haben wir nicht, ne? Ich glaube, dafür würde ich jetzt mal Geld investieren, dass wir uns eine Alarmanlage kaufen. Das erscheint mir sehr sinnvoll. Wo ist die denn? Da. Wo packen wir die hin? Hier so an den Rand? Da sieht es keiner, ne? Ich glaube, das ist schlau. Boah, 895 Simoleons. Aber gut, immerhin ist der Raum hier durchgängig und die Alarmanlage wird auf jede Tür reagieren. Nur bevor das Wenige, was wir haben, uns hier noch geklaut wird, ne? Wow. Frühlingsfieber, Baby. Frühlingstanzfieber. Um genau zu sein, Martina wurde zur Königin des Frühlingstanzes gekürt. Ihre Belohnung wird per Post zugestellt. Das ist sehr schön. Wir haben den Ruf treu und ja. Okay. Gut. Schön, dass wir das erfahren haben, dass sie die Königin des Frühlingstanzes ist. Ich weiß zwar nicht, inwiefern uns diese Information jetzt hilft, aber wird schon alles so seine Richtigkeit haben. Helen, einmal aufstehen. Du bist mittlerweile auch ausgeschlafen. Du kannst gleich mal runter in die Küche gehen. Da schnuppert es schon lecker nach Pfannkuchen. Naja, was heißt lecker? Normal. Es schnuppert normal nach Pfannkuchen. Oh, herrlich. So, Preston, mach mal schnell Platz da. Auf zum Herd. Sehr gut. Das sieht alles sehr vielversprechend aus. So, können wir hier irgendwas säubern? Nee, das sieht auch alles gut aus so. So, einmal eine Runde Reste wegstellen. Gott, der Herd war entweder mega dreckig oder wir sind einfach schlecht im Saubermachen. Ich bin mir da noch ein bisschen uneins. So, ich überlege gerade, wollen wir Rübe auch mal eine Runde bürsten? Ich glaube, das wäre rein theoretisch eine gute Idee. Rübe hier einmal eine Runde gebürstet werden. Was hältst du davon, Irina? Oh Gott, Irina braucht ja hier gefühlt gerade alles. Okay, dann gehen wir jetzt erst aus dem Napf fressen. Bevor Irina uns hier verhungert. So, dann macht auch die gute Helen sich hier mal eine Runde fertig. Sehr schön. So, Rübe wird fleißig gebürstet. Dann können wir hier auch nochmal loben für, oh mein Gott, verspielt sein ist doch super. Eine Runde umarmen. Irina geht's langsam besser, sehr schön. Ja, etwas ausgraben haben wir ja einfach nicht hingekriegt. Also ignorieren wir das an der Stelle. Können wir hier schon was sauber machen? Sehr gut, dann machen wir das auch. So, Preston, was können wir für dich Schönes tun? Bisschen Athletik üben haben wir hier irgendwie. Ja, genau, da war das. Dann machen wir einfach mal ein paar Klimmzüge und hoffen, dass uns das was bringt. Das wäre doch mal was. Genau, wir machen mal schnell einen Sprint, weil wir müssen ja auch noch hier zum Militärdingens. Da haben wir hoffentlich heute mal Zeit für. Ja, wir haben ja einen Tag frei. Sehr schön. Das passt ja wunderbar. So, Helen braucht 3 Jahre zum Duschen, aber auch das ist an sich in Ordnung. So, der Napf ist fast leer, also füllen wir den auch mal nach. Und Irina freut sich übers Kauen. Sehr schön. So, wir haben den nächsten Athletikfähigkeiten-Punkt.
steigt auf jeden Fall stetig unsere Anzeige. So, und dann würde ich sagen, werden wir einfach mal das Bild hier weitermalen. Während wir gucken, dass Preston sich nochmal schnell duschen geht, wenn er gleich fertig ist. So, wir sind komplett ausgelaugt. Wer hätte es gedacht? So, Irina, du kannst mal pieseln gehen. Ich hoffe, du gehst raus. Sonst wird hier gleich geschimpft, sage ich dir. Das geht ja gar nicht. So, ah, Rübe will sich endlich mit Preston anfreunden. Da freue ich mich ja glatt. Und wenn wir es zeitlich schaffen, dann können wir ja Irina auch gleich mal fürs Pipi machen loben. Loben für ordentlich sein und loben für nicht zerstörerisch sein. So, die beiden haben sich da gerade auch lieb gehabt. Oh nein, Helen beginnt sich krank zu fühlen. Nicht gut. Aber rein theoretisch, wenn wir mit dem Bild fertig sind, können wir mal anfangen, ein weiteres Buch zu schreiben. Oder wir machen einfach mal einen Artikel. Auch nicht schlecht, oder? So. Nochmal eine Runde hier mit Irina. Sehr gut. Hey, warum stinkt Irina schon wieder so? Wir brauchen dringend eine Badewanne, damit wir sie auch mal sauber machen können. In der Zwischenzeit bürsten wir halt einfach nochmal und gehen dann mal zum Militärdingens. So, kann Rübe schon pieseln? Nee, noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Helen hat aber gleich das Bild fertig. Soweit, so gut. So, Irina stinkt hoffentlich weniger und kann jetzt immer noch eine Runde kauen gehen. Gott, was war das denn gerade für ein deutsche Mahanda-Mahanda? Kann hier nochmal eine Runde kauen gehen. Ach ja, herrlich. Dass das ein Zungenbrecher ist. So, wir verkaufen das Bild mal als erstes. Oh nein, Rübe hat hier hingepieselt. Ist das sein Ernie? Rübe, ey. Wenn das Spiel gleich weitergeht, da wird ausgeschimpft. Das gibt's ja gar nicht. Einfach hier reingepinkelt. So, Bild wird mal fertig, damit wir den Rübe ausschimpfen können. Ich frage mich gerade auch, warum das Spiel jetzt stockt. Wisst ihr, was ich meine? Es ging jetzt 12 Minuten lang gut und jetzt stockt es. Irgendwie ungewöhnlich. Aber okay. So, Helen, dann werden wir mal fertig. Muss am Eiswagen gelegen haben. Da ist bestimmt ein mega Horrorclown drin, der Eis verkauft. Und jetzt ist daran alles schuld. Glaube ich zumindest. Okay, wir werden zur nächsten Folge auf jeden Fall mal ein paar Hausboote entfernen. In der Hoffnung, dass dadurch alles besser wird. So, Helen, wie lange brauchst du denn da jetzt noch für dein Bild? Das dauert ja gefühlt 3 Jahre. Genauso wie dieses Stocken. Hey, warum macht es das? Spiel, ey. Mach doch sowas nicht. Ja, okay. Aber 221 Simulants. Ich finde das Bild an sich auch echt cool, ne? Ich würde das echt gerne auch behalten, aber wir sind arm und brauchen das Geld. So, finden wir dann jetzt Rübe oder nicht? Das ist die Frage. Ich glaube, wir sind jetzt insgesamt 20 Minuten weiter vorangekommen, seitdem das hier wieder am Stocken ist. Vielleicht waren wir gerade auch so weit aus dem Bildschirm raus. Jetzt ist es schon wieder flüssiger, ne? Wir gucken uns das jetzt hier von außen an. So, können wir hier noch loben? Ja, hier kommen. Wir loben noch fürs Verspieltsein. Dann gibt es hier nicht nur böses Dingens. So, wir können ja Helen auch einfach mal beschnüffeln. Beschnüffeln. So, sind wir einfach mal eine Runde nett. Und dann gehen wir mal das Bild hier verkaufen und fangen unseren Artikel an. So, Preston gibt sich da alle Mühe am Militärstützpunkt. Ach, die Fitz ist ja auch noch da. Okay, vielleicht macht das gleich der Preston weg. Mausoleum, Ruhestätte oder Gefängnis? Ja, gut, das ist ein super Titel. Nehmen wir so, gar kein Problem. Ich lösche das mal mit Irina weg, weil ich das gerade ganz gut finde, hier das Bummel zu haben. Buch im Wert von mindestens 300 Tantiem. Joa, packe ich einfach erstmal hin. Wir wollten ja auch noch unbedingt Urlaub machen, ne? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wann wir hier alles machen sollen. Irgendwie leben wir dann doch hier mal so unseren Alltag vor uns hin und hoffen, dass wir Geld bekommen. Ach ja, so. Aber mal gucken, was der Militärstützpunkt uns jetzt hier bringt. 405 Simoleons. Und hier waren es jetzt 300. Warum haben wir dann 405 gekriegt? Sind wir irgendwie krass oder so? Ich mach dich krass, genau. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt, ne? Manchmal ist es besser, als man denkt. So, hier können wir mal auf die Toilette gehen. Perfekt. Wir sind auch schon wieder müde, aber ich würde vorschlagen, wir nehmen uns einfach mal hier die Erdbeerpfannkuchen auf den... Oh Gott, ich habe so einen Sprachfehler. Aus dem Kühlschrank! Was stimmt mit mir heute nicht? Muss der Hunger sein.
Ich habe durch diese ganzen Abstürze und wieder hochfahren und nicht rendern und weiß ich nicht was, immer noch nichts gegessen. Ich nehme diese Folge gerade auf an dem Tag, wo ihr es seht. Es ist gerade bei mir gleich 14 Uhr. Ja, ich sollte langsam mal was essen. Nehmt euch bitte kein Beispiel an mir. So, Preston, wollen wir... Ich habe irgendwie Bock, ein Baby zu machen, aber wenn wir ein Baby machen, ist es wieder schwierig, hier zu verreisen und so, ne? Egal, komm. No risk, no fun, ne? Wir haben hier richtig Bock. Los geht's. Helen, Preston, auf geht die gute Reise. Ach ja. Aber wisst ihr was? Ich hab grad so voll die gute Idee. Wir machen einfach hier so voll den Cliffhanger und sagen, wir gucken, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß beim Zusehen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dann erfahrt ihr, was dabei rauskommt. Und ja, dann bis dann und ciao.